Bei Markus kann ich es irgendwie. Da kann ich immer so richtig rumzicken und trotzdem ist er mir nicht böse. Wenn ihr auch wollt, dass mein Kanal weiter wächst und mehr Videos entstehen, dann drückt jetzt auf den Abonnier-Button, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und wenn ihr eine Pop-up-Nachricht auf euer Handy bekommen wollt, dass ich ein Video hochgeladen habe, dann drückt auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Video. Hallo ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin nicht alleine. Heute in diesem Vlog sind Markus und ich zu sehen. Ja, nicht Kärchenzeit. Wir essen super gesund, wir sind gerade in der Warschauer Straße in The Bowl. Ich zeig's euch hier. Na? Aus den leckersten Burgern Berlins wurde. Markus wollte nämlich eigentlich Burger essen gehen. Ja, ich zeig euch mal, was wir sehen. Irgendwie hat's was, ne? Ich habe übrigens mein Getränk schon bekommen. Kokosnusswasser. Ich liebe das. Ja, also mit. Was hat's mit der Nase? Mit dem Pollen. Oder ich werde krank. Deswegen ist gar nicht so schlimm. Nein. Markus, gibt's einen? Zwei Geld. Ja. Zwei Geld. Also nicht wie jetzt. Ein Geld und zwei Geld. Guckt, ob hier geschrieben wird. Zwei Geld. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal. Wir haben ja, ich glaube, wenn wir mal ohne Frieda essen waren, dann hatten wir entweder Besuch, entweder Julia gerade dabei, weil er so einen anderen Pärchen oder so. Ja, stimmt. Und jetzt ist zweite schon wieder ein bisschen. Ja, ne? Aber auch so in letzter Zeit war es immer so, wenn wir Frieda frei hatten, meistens, weil wir auch irgendeinen Job hatten oder so. Also ich fand, Zweisamkeit hatten wir gerade relativ wenig. Julian, wie gesagt, der auch lange bei uns übernachtet hat. Ist jetzt total, ich bin noch gar nicht richtig in der Verfassung, so auch, dass wir heute Abend und morgen ausschlafen. Ja, also, wir haben jetzt fast drei Tage kinderfrei. Das kam unerwartet. Das kam total unerwartet. Aber meine ganze Familie hat es darum gerissen, die Frieda nochmal zu sehen vorm Urlaub und dann sagen wir natürlich nicht nein. Ja, wir haben sie ja in 2 Wochen. Genau, sie hat in den 2 Wochen 100% Mama und Papa. Das wird richtig schön werden. Die wäre sowieso wieder in den Kutschen. Ja, aber diesmal muss sie zu uns. Die muss mit aufs Land. Die muss mit Ausflüge also mit uns machen. Wir haben ja mit Ausflüge, ne? Ja, stimmt. Wir haben übrigens, kannst du mal halten? Also jetzt, wenn ihr das Video seht, sind wir ja quasi schon auf Aida angekommen. Und wir haben ziemlich coole Ausflüge zur Auswahl bekommen. Ja. Einmal ist Pizza backen. Ich weiß gar nicht, was ist der Rest war. Achso, in Barcelona? Oh, Mist. Gesundheit. In Barcelona gehen wir in so einen Vergnügungspark? Ja. Hoffentlich gibt es da keine Achterbahn. Das ist übrigens so lecker und erfrischend. Das geht so. Ich glaube, Melly wird neidisch auf meine Bowl sein. Ich glaube auch. Haben wir schon gesagt, was wir essen? Nee, haben wir noch nicht. Wollt ihr wissen, was wir essen? Ich sag's euch auf Englisch und ihr müsst es euch selber übersetzen. Ich nehme die Superfood Salad Bowl mit Rote Beete, Apfelfeige, Fenchel, Grüße, Beeren, das sind Sprouts. Sprossen. Miso, Bohnen und Hummus, dann glutenfreies Brot und gemischtes Salat mit Superfood Dressing. Der fällt einfach auf, es geht schneller, wenn wir einfach was zeigen. Genau. Übrigens sind wir hier direkt Warschauer Straße, Ecke Maschlewski Straße. Also direkt Warschauer Brücke. Direkt vor uns Warschauer Brücke. Ziemlich zentral. Ich habe übrigens bei Instagram gesagt, ihr könnt uns ein paar Fragen stellen, wenn wir schon mal zusammen unterwegs sind, dachte ich. Ja, wahrscheinlich. Aber oh, jetzt kommt unser Essen. Danke. Das sieht aber wirklich gut aus. Schaut mal. Meine Brust kommt hier halt raus. Das sieht echt sehr, sehr lecker aus. Wie schluckt man die Laktosetablette runter? Ich wollte gerade sagen, dass ihr auf Instagram uns Fragen stellen konntet. Und Cindy und Micha haben uns auch eine Frage gestellt. Die hat schon 18 Likes. Wer sind eure besten Freunde? Julian.
Nein, ich muss wirklich sagen, wir haben kein anderes gemeinsames Pärchen, was wir so beide so schätzen. Und zwar Cindy und Micha. Ein ganz großes Herz an euch. Hast du das mit Patrick. Absicht darunter geschmissen? Oh, nee. Patrick. Ja, aber so gemeinsame, es sind ja gemeinsame beste Freunde. Weil nur wegen dem Running Gag, aber versteht ja keiner. Nee, den versteht keiner, Markus. Jetzt essen wir erstmal, weil es schmeckt wirklich äußerst lecker. Ich verlinke euch den Shop hier, den Laden gerne mal unten in der Beschreibung. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich hören könnt, aber eben, da war noch eine Frage bei Instagram. Markus, was magst du an mir und was bringt dich total auf die Palme? Ich übergebe mal. Oh Gott. Ja, soll ich erst mit der Palme anfangen? Ja, mach mit der Palme. Aber wo fange ich denn da an? Ey, ich bin eigentlich voll nett. Meine Haare. Nee, ich glaube, auf die Palme bringt mich, wenn Melli morgens, weil sie selber noch eine Diva ist und nichts gegessen hat, außer laut hier, mich irgendwie anmacht, dass ich irgendwelche Kleinigkeiten nicht weggeräumt habe und ich dann aber selber Sachen finde, die sie nicht weggeräumt hat und dann halte ich ihr die vor und dann findest du aber trotzdem, drehst du denn, das ist überhaupt nicht das Gleiche und ist dann total pissig und dann, ja, dann gehen wir uns kurz aus dem Weg und wenn wir gegessen haben, dann ist wieder alles in Ordnung. Und jetzt das Positive. Das Positive. Ich würde eigentlich sagen, also eigentlich finde ich immer, dass du nicht nachtragend bist. Das liebe ich immer sehr an dir. Aber eigentlich ist es, dass wir einfach so super zusammenpassen. Und wir merken es immer wieder bei irgendwelchen Kleinigkeiten, dass wir ja so ähnlich sind. Gerade als wir das Video jetzt gedreht haben. Wir, ja, irgendwie. Für Donnerstag, ihr habt es ja schon gesehen. Eigentlich könnte ich auch für Melli vloggen. Weil ich weiß genau, was sie sagen will. Was sage ich jetzt? Boah, das ist so schön. Guck mal den Video an. Ja. So, meine Antwort kommt okay. Auch gleich. Ja. Ich hab wirklich mein Portemonnaie vergessen. Ich wusste, irgendwas habe ich vergessen. Ups. Wie großkotzig sein und das Bier bezahlen. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich mein Portemonnaie gar nicht bei habe. Das heißt, Markus muss den ganzen Abend heute finanzieren. Danke, Markus. Ja, Markus, Prost. Überhaupt nicht getimed. Hier extra Kamera nochmal rausgepackt. Nein. Warschauer Straße, ihr erinnert euch wahrscheinlich an einem anderen Video mal. Und jetzt ist hier so ein kleines Volleyballfeld. Das ist eigentlich auch cool. Und jetzt gehen wir da hinten und setzen uns ein bisschen ans Wasser mit den 100.000 anderen Leuten. Mit den Touris. Wir tun einfach so, als ob wir auch nicht aus Berlin kommen. Das haben wir früher übrigens öfters gemacht. Ne, Markus, erinnerst du dich? Ja. Das war auch immer lustig. Hier ist übrigens so ein kleines Hostel. Soll nicht ganz so geil sein, aber irgendwie lustig. Halt auf so einem Bötchen, ne? Und oben sieht man so ein Zelt. Das ist irgendwie lustig. Ich bin eigentlich auch noch eine Antwort schuldig. Was bringt mich für Markus richtig auf die Palme, dass er so unordentlich ist. Wirklich, der lässt alles, also er kocht super, er macht alles immer super, aber lässt alles, was damit zu tun hat, dann liegen. Und das nervt mich. Was mich aber richtig, richtig glücklich macht an ihm, ist, er sieht einfach unglaublich gut aus. Nein, er sieht schon gut aus, kann man schon nicht sagen. Charaktermäßig. Jetzt musst du überlegen. Er ist nicht lustig eigentlich. Nee. Aua. Nein, jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen. Mir fällt nichts ein. Weil es einfach so viel ist. Ne? Du kannst dich nicht entscheiden, was richtig für dich ist. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, was jetzt am allerbesten ist. Nee, ich finde es toll, dass er mich immer wieder runterholt, wenn irgendwas ist und er mir immer seine fast ehrliche Meinung gibt. Dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen. Das ist halt, was ich an ihm so schätze. Dass er quasi immer genau das erfüllt, was ich nicht kann oder andersrum. Und er mich halt so nimmt, wie ich bin. Es gibt halt keinen Menschen, nicht mal bei meiner Mutter oder bei meiner Schwiegermutter oder so, kann ich so zu 100% ich sein, aber bei Markus kann ich es irgendwie. Und da kann ich immer so richtig rumzicken und trotzdem ist er mir nicht böse. Ne? Ja, oder wenn ich dir böse bin, dann ist halt trotzdem... Genau. Wissen wir, dass wir uns dann wieder lieb haben.
Also, der Ruppenreiter. Prost. Wir machen mal direkt weiter. Eine Frage ist noch, wirst du bei der Hochzeit seinen annehmen oder deinen behalten? Markus? Meinen annehmen. Ja, das haben wir. Das haben wir schon vor, bevor ich überhaupt gefragt habe. Ja. Aber das ist für mich schon klar. Ich sag gerade zu Markus, ich mag Berlin, weil es so vielfältig ist von den Menschen. Wenn man sich hier mal umblickt, es ist alles hier irgendwie. Es gibt. Warte, wir zählen jetzt nochmal auf. Ich noch Streichholz, ne? Ja. Es gibt die Hipster, es gibt die Freaks, es gibt die, die richtige Styler-Milos, die Normalos, die Assis. Die Alten wie wir. Genau, Markus sagt gerade, und was sind wir eigentlich? Markus sagt, wir sind die Alten. Es gibt die Blogger. Genau, es gibt die Blogger und die Modeblogger gibt es auch. Die erkennt man auch direkt, ne? Ja. Obwohl ich mir die auch schon so ein bisschen... Die Hipster sind schon wieder was anderes, ne? Hipster sind dann die mit dem Turnbeutel. Die Modeblogger, die machen alles zusammen. Ja, also hier heute, was wir jetzt hier sehen, ist echt alles dabei. Deswegen, in Berlin braucht man sich irgendwie nie doof fühlen. Egal, was man anhat. Man könnte ja auch im Schlafanzug sitzen und das wäre okay. Oder? Wollen wir uns auf den Weg machen? Ja! Du musst eigentlich so aus der Flasche in den Mund kippen. Daneben. Für uns geht's jetzt weiter. Wo gehen wir hin? In die Ypsa oder was war? In den Club der Visionäre, oder? So. In den Club der Visionäre. Ja, ist ja alles. Aber wir gucken mal, was für uns überhaupt in Frage kommt. Schaut mal, wie schön die Sonne gerade untergeht. Gucken, wo Maddie ohne Ausweis reinkommt. Ja, ich muss mich eingefallen, dadurch, dass ich mein Portemonnaie vergessen habe, habe ich natürlich auch keinen Ausweis bei. Ist natürlich ein sehr starkes Kompliment, wenn man mich nach dem Ausweis jetzt fragt, aber. Ich meine, ich werde ja nun auch 30 diesen Monat. Am 30. Juni werde ich 30. Ja, Leute, zieht euch das mal rein. Wahnsinn. Aber wir gucken mal hier. Die gewinnen. Bisschen Kultur, Markus. Was haben wir hier? Die Mauer. Die Berliner Mauer. So, hier. Und wer stand zum Mauerfall mit seinem Papa an der Mauer und hat sogar mitgeklopft? Mit seinen 6 Jahren. Wurde mir aber auch nur erzählt. Wir sind jetzt hier in den Bögen. Und ich finde, hier kann man so gut Fotos machen, oder? In welchen Bögen? Der? Achso, Warschauer Brücke-Bögen? Nein, Oberbaumbrücke-Bögen. So heißt das? Hier ist immer sehr beliebt hier. Ja, hier ist wirklich sehr beliebt, weil man direkt am Wasser ist. Und weil die Bögen halt so schön aussehen. Macht doch mal hier so einen symmetrischen schon. So? Da soll ich mal laufen? Ja. Super! Es gibt auch einen Fernsehturm, den man auf der anderen Seite sieht. Warte, ich zeige ihn euch. Da. Guck, wie nah ich da rankomme. Ist das nicht der Wahnsinn? Wir haben ein Berlin-Video geguckt, aber da habe ich mal so einen Eisladen empfohlen und Markus habe ich das jetzt auch. Angedreht, dass er sich auch mal so ein Eis macht. Das ist 100% Bio. Ja, mit Organic Brown Sugar. Das schmeckt aber auch wirklich, als wenn eine Erdbeere ist. Ja? Was hat das jetzt gekostet? 2,50. Schon. Ja. Aber ist organic. Markus wurde beschissen. Wir waren ja bis eben im Club der Visionäre, ihr habt es gesehen, ich habe ein bisschen versucht aufzunehmen, aber da drin war extra ein Schild, dass man nicht filmen darf. Und jetzt wurde er beschissen. Er hat nämlich keine Chips bekommen für die Getränke, so Getränkemarken. Hat ihn da halt sehr bezahlt. Ich meine, der hatte auch gesehen, dass wir die Getränke bekommen haben. Ja. Und jetzt machen wir uns langsam auf den Heimweg. Wir sind irgendwie beide so ein bisschen so langweilig. Nein, nicht gelangweilt, nein, aber ein bisschen... Nee, so müde und keine Ahnung. Aber ich wollte noch einmal ganz kurz euch das Wasser filmen. Vorfreude auf den Urlaub und so. Ja, das stimmt. Wo ist der Club der Visionäre? Da ist er. Ich wollte euch gerade zeigen den Ausblick, aber irgendwie sieht es von hier gar nicht so geil aus. Aber ich drehe mich einfach mal kurz. Aus. Hinter mir ist der Freischwimmer und da hinten, da ist die Ypse. Und hier um die Ecke quasi ist der Club der Visionäre. Eigentlich zu, die Ypsi dort. Also macht die erst später. Jetzt wird es aber frisch. Jetzt wird es frisch, es wird Zeit nach Hause zu gehen. Ja. Wurde mich gerade... Leute.
Wir wurden gefragt, ob wir den Club der Visionäre empfehlen können. Ich bin mal gespannt, ob sie reingehen. So eine große Horde Männer. Hier war übrigens, da hinten durch, waren mal die Videodays. Markus sucht jetzt bei Instagram noch eine letzte Frage raus, die wir beantworten. Ich kann schon wieder auf Toilette gehen müssen. Also das Licht hier ist schon mal gut, ne? Aber es ist halt tatsächlich schon ein bisschen frisch geworden. Mich würde interessieren, ob Markus eh nicht zu einem zweiten Kind steht oder ob er das etwas relaxter sieht. In welchen Themen bezüglich Frieda seid ihr euch uneinig? Wir laufen. Siehst du das unrelaxed mit dem Kind? Ich mache mir da schon ziemlich viele Gedanken, ja. Aber das ist ja auch meiner Meinung nach immer eine Entscheidung, die man halt auch fürs Leben trifft. Ne? Das ist ja nicht so, dass man dann sagt, naja gut, jetzt holen wir uns halt mal einen Hund und dann gehen wir weg, wenn er uns nicht mehr gefällt. Also A, macht man das eh nicht mit einem Hund, aber sagen wir mal mit einer Pflanze. Okay, schaffen wir uns eine Pflanze an und die geht halt ein, ja, dann geht die halt ein. Aber ich finde, ein Kind ist halt einfach eine Entscheidung, die dann halt dein Leben verändert oder unser beides und unser aller Leben. Also Frieda ist ja auch. Heißt ja nicht, ich bin da super relaxed bei, also ich bin jetzt relaxed, aber wenn wir jetzt sagen würden, wir legen es jetzt drauf an, dann, also das würde nicht ohne Nachdenken passieren. Aber Markus ist ja da auch generell ein bisschen entspannter, weil ihn es ja auch gar nicht so wirklich betrifft, ne? Ob du kürzer treten würdest? Aber wie denn? Wenn es halt, weiß ich nicht. Ja, aber ich meine, wenn ich die Antwort wüsste. Ja, wenn wir ein zweites Kind, dann kriegen wir so viel Kindergeld, dann brauche ich nicht mehr arbeiten. Genau. Ja. So, genug rumgewackelt hier. Jetzt sage ich mal Tschüss. Da war noch irgendwas anderes. Achso, warte, halt. Da war doch noch unten, stand doch noch was drunter. Du musst auch mal festhalten, ich krieg voll den schweren Arm. In welchen Themen bezüglich Frieda seid ihr euch uneinig? Das war noch, sie hat zwei Fragen in einer. Sind wir uns uneinig irgendwo? Also wir haben ja gar keine feste Erziehungsweise. Wir handeln ja ganz viel intuitiv. Wir lassen Frieda viel probieren. Bei Markus ist es manchmal in der Kommunikation mit Frieda ein bisschen anders als ich. Ich möchte immer, dass sie in vollen Sätzen spricht. Ja, da achtest du schon sehr drauf. Ich habe mir da auch ein bisschen abgeguckt. So, ich ignoriere sie dann halt immer, ne? Ja, aber das halte ich mir jetzt auch gut. Aber da sind wir uns ja nicht uneinig, sondern ich finde es ja gut, nur dass ich dann nicht so sehr darauf achte wie du. Aber eigentlich haben aber wir jetzt nichts. Wir sind uns sehr einig, ne? Ja, wie in vielen. Ja. Deswegen lieben wir uns ja auch so sehr. Okay. Warte mal. So, ihr Süßen, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen, wollte ich sagen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Gelaber. Nur Gelaber war von uns. Aber so sind wir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann nächste Woche Donnerstag wieder. Für uns heißt es erstmal auf Wiedersehen. Und vielleicht ist das nächste Video tatsächlich schon ein Video von AIDA. Wir sehen uns. Tschüss.